Mein Name ist Flo Bauer. Ich reise durch Deutschland, um über Organspende zu sprechen. Von Mensch zu Mensch. Wir haben 3 Uhr morgens und sind heute hier in München, direkt vor dem Haus von Ute. Ute hat 2 Kinder, Moritz und Jan. Moritz ist nierenkrank und braucht Dialyse. Und wir machen zusammen mit der Familie und dem Förderverein für nierenkranke, Dialyse und transplantierte Kinder zusammen einen Ausflug in den Europapark Ost. Ute, was hat Moritz eigentlich genommen? Moritz hat dysplastische Nieren. Es sind bereits in der Schwangerschaft die Harnleiter fehl angelegt worden. Und durch den chronischen Aufstau von Urin hat sich das Nierengewebe eben verändert und falsch ausgebildet. Und deswegen wurde die Leistung der Nieren sukzessive immer schlechter. Und wann und wie habt ihr das erfahren? Er kam gleich nach der Geburt in eine Kinderklinik, weil er auffällig war von der Herzfrequenz her und ja, einfach auffällig war. Und am 5. Tag wussten wir dann letztendlich, was es war. War das denn lebensgefährlich? Das war durchaus lebensgefährlich, ja. Also wir haben nicht gewusst, ob wir ihn durchkriegen. Es war dann auch eine Nottaufe. Und ja, danach hat er sich dann stabilisiert. Und wie seid ihr damit umgegangen, also dass Moritz krank ist? Ja, es war eine ziemliche Überraschung, weil ich ja selber Krankenschwester bin und auch aus dem Fachgebiet komme. Und dann war das im ersten Moment so, aha. Ja, wie so eine Patientenübergabe. Und bis man das dann realisiert, dass das eigene Kind so krank ist, dann hast du natürlich die eine oder andere Krise. Aber du wächst dann halt einfach rein. Jetzt ist er fast 11 Jahre alt und man geht halt so mit, man wächst rein. Und bei Moritz' kleinem Bruder, bei Jan, bestand denn da auch die Gefahr, dass er das vielleicht auch haben kann? Oder? Das haben wir vorher genetisch abklären lassen. Man muss ja bei so Sachen immer auch mit einer genetischen Disposition rechnen und wir waren beim Humangenetiker und konnten das dann ausschließen, sonst hätte ich auch kein zweites Kind bekommen. Und das heißt aber, die Dialyse ist ein fester Teil eures Lebens zurzeit? Ja, es geht mit der Dialyse los und es endet mit der Dialyse. Also mein Tag beginnt und endet damit. Also auch am Tag wie heute? Ja, immer. Urlaub, Ferien, Feiertag, immer. Ne? Also zelten gehen können wir nicht mit unserem Equipment, das geht nicht, ja. Nee. Aber in Europapark können wir. In Europapark können wir und das wird dann zwar auch ein bisschen improvisiert werden, aber das kriegen wir dann schon hin. Mhm. Guten Morgen. Kuckuck. Da oben haben wir Moritz und unten ist der Jan. Mhm. Kuckuck, aufstehen. Aufstehen. Und sag mal, Ute, und jetzt? Macht ihr gleich Dialyse nach dem Aufmachen? Mhm. Ja, wir machen jetzt gleich nach dem Aufmachen, weil wir dann den ganzen Tag im Europapark sind. Mhm. Und dann fangen wir jetzt früh an und dann abends wieder. So, jetzt darfst du dich mal verkleiden. Kriegst du einen Mundschutz auf. Okay. Kannst du dir richtig hinmachen jetzt? Und wie heißt die Art der Dialyse? Das ist Peritonealdialyse oder Bauchfelddialyse. Mhm. Und warum wird die gemacht oder was ist bei der Dialyseform? Die ist bei Kindern eigentlich so die bevorzugte Dialyseform, weil die ja noch wachsen und wenn die diese Hämodialyse machen mit der Maschine, wo das Blut eben durch die Maschine läuft, muss man ja so einen Gefäßkurzschluss machen und die Kinder wachsen, dann muss man das ständig anpassen. Und man ist halt zu Hause, man ist unabhängig, man muss nicht regelmäßig ins Dialysezentrum und ja, macht das halt dann zu Hause. Sag mal, Moritz, kannst du mir erklären, was bei der Dialyse da passiert? Also da habe ich halt eine Flüssigkeit reingetan. Mhm. Und dann spült das die ganzen Keime auf und dann wird es wieder abgelassen. Und dann werden diese ganzen Keime unten in den Beutel eingespült. Und wie lange dauert das jetzt? Ja, je nachdem, wie schnell es unten rausläuft, wie viel auch noch drin ist im Bauch, er resorbiert ja viel Flüssigkeit. 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Aber das heißt, ihr plant dann auch eigentlich jeden Tag immer auch mit der Dialyse? Also ja, musste ja. Man muss halt gucken, wann will man aus dem Haus. Will man vormittags was machen, dann verschiebt man es in den Abend oder in die Nacht. Oder wenn man
abends was vor, dann muss man gucken, dass man tagsüber irgendwie fertig wird. Man muss immer so ein bisschen rumjonglieren, aber das kriegst du dann auch so ein bisschen in den Griff, dass man sich das einteilt. Aber es ist nervig. Wie oft machst du die Dialyse? Unter der Woche mache ich sie 4-mal und am Wochenende und in den Ferien mache ich sie meistens 3-mal. Und ist das manchmal nervig für dich? Fast immer. Sachen, die du nicht machen kannst? Schwimmen, wegen dem Verband, der löst sich auf und dann im Schwimmbad, dann kommt da ganz viel Dreck dran und Chlor und ist nicht so gut. Du willst jetzt auch in der Fußballmannschaft spielen. Geht es denn dann einfach so oder ist es ein bisschen problematisch? Die meisten Vereine mögen mich halt nicht. Also wenn sie schon hören, Nierenkranke, dann denken sie gleich an nicht so viel Kraft. An so halbe Handy und das bin ich einfach nicht. Ist denn das für dich komisch? Also so, wenn es beim Fußball heißt, irgendwie, du bist ja körperbehindert und in der Schule auch. Ist das denn irgendwie komisch? Weil du bist ja eigentlich fit und. Also in der Schule wird das gar nicht angesprochen, weil da alle körperbehindert sind. Mhm. Und bei Fußball eigentlich fragen die mich nur und dann gebe ich ihnen die Antwort. Dann ist die Sache gegessen. Und was fragen die dich? Meistens fragen sie mich, weil ich unter dem Trikot dann der Schlauch so ein bisschen rausguckt. Und dann fragen sie, was von da so einen Schlauch hat. Und was sagst du dann zu denen? Dann sage ich einfach, ich bin nierenkrank. Mhm. Und wenn sie fragen, was das ist, okay, ist alles. Gut, an so einem Tag wie heute, wo du jetzt hier mit den Kids im Park unterwegs bist, die Sonne scheint und man hat frei, ist so ein Tag für dich unbeschwert oder spielt die Geschichte von Moritz die ganze Zeit eine Rolle? Nee, das ist tendenziell unbeschwert. Man hat seine Einschnitte, aber es ist eher unbeschwert, ja. Du hast als Krankenschwester gearbeitet, auf einer Transplantationsstation auch. Dann hattest du beruflich mit dem Thema zu tun und auf einmal dann auch privat. Wie war das für dich? Nicht fremd, aber es war natürlich eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung, die andere Seite so dann kennenzulernen. Also man kann sich in vieles reinfühlen, man kann vieles ganz mechanisch machen, weil man hat es ja vorher gemacht, aber es ist nochmal was anderes, ob du es beim eigenen Kind tust oder beim Patienten. Ist Moritz denn auf einer Warteliste? Moritz steht seit 2,5 Jahren auf der Warteliste. Ja. Mit Eintritt in die Dialyse kommt man dann auf die Warteliste. Also nach diversen Voruntersuchungen dann. Genau, es kann jederzeit der Anruf kommen, der kann uns hier ereilen, der kann uns überall erwischen. Auf der einen Seite wartet man drauf, auf der anderen Seite hat man ein bisschen Angst vor dem Anruf, aber jederzeit, ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt das nicht gelernt hat wie du, kann man das dann auch zu Hause machen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Schulungen für die Eltern, die in den Dialysezentren gemacht werden und das ist kein Hexenwerk. Also man muss sich da erst einfach nur überwinden und rangehen und dann kann das jeder lernen, absolut. Du engagierst dich ja auch? Mhm. Ich bin die Vorsitzende vom Förderverein für Nierenkranke, Dialyse und transplantierte Kinder e.V. Ganz fürchterlich abgekürzt Föni-Dietrack. Und ja, der Tag heute ist auch organisiert und bezahlt vom Verein. Das ist unser Jahresevent und da werden die ganzen betroffenen Familien eben eingeladen, mal ein sorgloses Wochenende mit gleich Betroffenen zu verbringen. Wenn wir jetzt so wie heute den ganzen Tag unterwegs sind, denkst du denn dann an deine Krankheit und an die Dialyse oder ist es dann alles vergessen? Alles vergessen.
Wir haben heute den ganzen Tag mit Ute, Moritz und Jan verbracht. Und es war im Park auf jeden Fall die meiste Zeit unbeschwert und total toll. Aber trotzdem ist bei der Familie die Dialyse ein dauerhafter Begleiter.